Jo, da sind wir wieder mal mit einem ETS-2-Video diesmal. Ja. Und wie ihr seht, ja, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Dort haben wir den Renault E-Truck. Ich sage mal E. Den E-A. Ja, den E-LKW von Renault. Das Geile ist ja, du kriegst ihn nicht zu kaufen im Spiel. Sondern nur im Quick Drop darfst du ihn fahren. Weil das Problem, wir haben noch keine Tankstellen, noch keine Ladesäulen für den E-LKW. Jetzt taucht er hier natürlich nicht auf. Weil ich ja ein neues Profil angefangen habe, weil irgendwie wollte er, in meinem anderen Profil wollte er. Er hat ihn mir zwar angezeigt hier. Aber er hatte ihn mir nicht. Also ich wollte fahren und das Spiel abgestürzt. Der Crash-Datei oder beziehungsweise in der Log-Datei stand irgendwas mit ihm fehlen irgendwelche Räder. Was auch immer. Also machen wir einfach mal ein neues Profil auf. Dann können wir den hier wenigstens gleich testen. Trau mich ja nicht, das Ding anzuschmeißen, weil man hört eh nichts. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht und ich werde ihn auch nicht kaufen, wenn er kaufbar ist. Weil wie gesagt, man ist clever bei STS, ne? Man schmeißt den LKW jetzt in den Spiel. Oder man wollte ihn vorher schon ins Spiel schmeißen, hatte dann gemerkt, was macht man jetzt? Wir haben ja gar keine Ladesäulen. Unsere ganzen Tankstellen haben ja gar keine Ladesäulen. Und dann ist wohl einer bei STS gekommen, ja, dann können sie den halt nur so fahren, im Quickdrop. Naja. Okay. Dann werden wir noch eine Weile warten, bis er kaufbar ist. Und ich meine, sie arbeiten an dem Patch 1.5.0. Ja? Und da ist ihnen nicht aufgefallen, oder eingefallen, wir wollen noch den Renault-Truck auch noch mit reinbringen. Den E-Truck. Oder ist ihnen nicht eingefallen, dann können wir doch gleich die ganzen Ladesäulen an den Tankstellen hinsetzen. Ist ihnen wohl abhandengekommen, das Wissen. Oder weiß ich nicht, wie man sowas vergessen kann. Oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat auch Renault gesagt, Leute, jetzt seht mal zu, dass das Ding ins Spiel kommt. Und ja, wird sich gedacht haben, naja gut, wir müssen ihn jetzt ins Spiel bringen. Dann halt nur als Quickdrop. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Paar Monate, bis er dann kaufbar ist. Wie gesagt, ich werde ihn mir nicht kaufen. Sowas kommt mir nicht in die Garage. Ja. Gib es nicht. Für mich muss es knattern. Das Popometer. Ne? Und so weiter und so fort. Na gut, wir steigen mal ein. Ich meine, das Interior sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Was? Serenity. Was? Ja, wie auch immer. Da machen wir mal an, würde ich sagen. Okay, wir werden natürlich nichts hören. Frage ist, läuft er schon? Er läuft schon. Oh mein Gott. Jawohl, herrlich. Mein Gott. Oh, ist denn jetzt hier ein Navi? Ah, da gibt's ein Navi. Nach links, nach rechts. Moment. Blinker-Sound? Hallo, Blinker? Oder muss ich die Tasten nochmal neu belegen, weil neues Profil oder so? Das wäre natürlich jetzt gerade ein bisschen doof. Tasten und Knöpfe. Gas, bla bla bla. Hochschalten, Unterschalten, Shift, Live, Shift, Hört. Bla 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 bla. Achsen heben und senken, vordere Luftfederung absenken,
Ja. Machen wir das auch mal gleich. So, Blinker links. Hat da nicht zugewiesen. Aha. Dachte, er übernimmt das Profil dann gleich. AL bleibt. Nee, bleibt auch erstmal K. Dahin. Dahin. Warnblinkanlage hatte ich schon zu lesen. Scheibenwischer. Zuweisung entfernen. Tempomat erhöhen, das ist der Knopf. Da. Stimmt ja, wir müssen ja hier Tasten an- und ausschalten. Nehmen wir da. Hier noch das. Am Blinker ist hier. Das ist die Feststellbremse. Feststellbremse. Dahin. Oh. Bam. Okay, die Taste ist belegbar. Ein Grad. Ja, so viele Tasten habe ich hier nicht mehr zur Verfügung. So, rechtes Fenster öffnen. So. Oder? Das war hier überhaupt mal was. Okay. Muss ich auch noch zuweisen, Tobi. Gott, Alter. Hat auch keine. Achso, die Tasten habe ich auch noch nicht. Egal, komm jetzt. Fahren wir hier nach. Kommen wir jetzt hin. Ach, nach Tschechien. An die Stettin. Nee. Auch rein den Blinker. Der Blinker ist lauter als alle anderen an dem Auto. Genau wie der Scheibenwischer. Gott, Alter, wie kann man nur? Oh mein Gott, ey. Nee, also wie gesagt, der kommt mir nicht in meine Garage. Nee, ehrlich, Alter. Es wird auch nicht die Zukunft sein, Elektro. Sag euch so, wie es ist, meine lieben Freunde. Wird nicht die Zukunft. Das ist auch nicht die Zukunft. Weil, ja, viele, die ich so mitgekriegt habe und gelesen habe mittlerweile, viele Autoverleiher, ja. Verkaufen ihre E-Autos alle wieder. Warum? Weil sie zu teuer sind. Reparaturkosten sind einfach zu teuer. Im Gegensatz zu einem. Ich jetzt meinen Tempomaten? Ach da. 80.
Ja, wir fahren eh LKW. IBIO, wie gesagt, würde mein Chef mir mit so weit um die Ecke kommen, würde ich ihn fragen, ob er ein bisschen, ob er Luft gezogen hat irgendwo. Frage ist, wie lange, wie viel Reichweite hat der eigentlich? Also laut Dings. Oh, 300 Kilometer. Also laut Trucky. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr. Gott. Nee, Leute, das ist nicht meins. Das wird's auch nicht meins. Hab Diesel im Blut und so wird's auch immer bleiben. Aber nee, wir fahren 80. Ja, 80. Das höchste der Gefühle, was du halt LKW fahren darfst. Ja, oh, gut, du kannst auch 85 fahren. Aber wenn ich mir das hier so angucke, wie mein Strom schwindet. Ich meine, gut, er holt ja wohl angeblich beim Bremsen ein bisschen wieder was zurück, aber wie gesagt, es ist nicht die Zukunft, meine lieben Freunde. Ihr könnt noch so viel erzählen. Schon alleine, ich frage mich auch außerdem, wie werden die Akkus wieder entsorgt? Gibt ja noch nicht mal, soweit ich weiß, gibt es gar keine Firma, die diese Akkus recyceln kann, entsorgen kann. Noch dazu kommt ja für euer Grüne die Wissen, liebe Elektroautofahrer, die Art und Weise, wie eure Akkus überhaupt, wie die Materialien für eure E-Autos zustande kommen, wie das Lithium. Und hast du nicht gesehen, was man so, was so ein Akku halt braucht? Unter welchen Umständen das Zeug denn gefördert wird? Zum Beispiel durch dritte Weltländer, wo Lithium der Erde gibt. Teilweise durch Kinderarbeit, die ihr mitfinanziert beim Kauf eines Elektroautos. Aber so viel zum Thema zu eurem grünen Gewissen. Wie gesagt, ich fahre diese solange es geht. Und jetzt demnächst sowieso bald LKW im Nahverkehr. Schön Diesel verbrennen. Ich das gehört. Zumal der Diesel mit eins der saubersten Verbrennermotoren überhaupt ist. Und er wird so verteufelt. Ich frag mich warum. Gott, Alter, diese Geräusch. Nee, ich brauche Motorengeräusch. Da muss, ich muss hören, dass da was arbeitet. Bei dem im Stand, wenn du die Kiste anmachst, du hörst ja nichts. Du weißt nicht, ist die Kiste jetzt an, ist sie aus? Dass man da wenigstens mal irgendwie, weiß ich nicht, wenigstens Sound oder so macht. Vom Hersteller aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, Schlüssel umdrehe, dass da wenigstens irgendwas kommt. Oh mein Gott. So lächerlich, ernsthaft. Ui. Da ist ja die Hupe lauter als das Auto. Ich sag ja, an dem LKW ist alles lauter als er selbst.
Herrlich. Tut mir leid, Leute, aber... Ne. Ne. Im Leben nicht. Kommt dieses Auto in meine Garage. Sollte ja jemals kaufbar sein. Aber wie gesagt, dazu müssten sie ja, dann hätten sie ja mal nachdenken müssen und sagen müssen, okay, vielleicht hätten wir doch mal im Patch, wenn wir den LKW rausbringen, doch mal Ladesäulen. An den Tankstellen platzieren sollen, hätten müssen, dann hätten wir ihn vielleicht komplett releasen können. Und nicht nur als Quick-Job. Wir sind übrigens da. Mein Gott. Mein Gott. Nein. 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 STS. Nein. Frag mich, warum bringt ihr sowieso sowas ins Spiel? Weil es ist doch dann schon wieder politisch korrekt zu sein. Ich finde, es sollte ein Spiel bleiben und man muss nicht jeden Scheiß ins Spiel bringen. Dazu gehört zum Beispiel ein Elektro-LKW. Es muss man nicht. Warum? Warum tut man sowas? Tüdelü. Hört sich so nach MAN an. Weil der MAN 2020 hat den noch denselben Ton für diese tote Winkel Bahner. Das ist original derselbe Ton. Oh, diese. Nee. Sorry, Leute, aber er wird nicht meint. Auf keinen Fall. Was ich ja cool finde, ist halt die Tacho-Einheit, ja? Dass du dann halt das Navi hier einblenden lassen kannst. So, Jungs, was ist jetzt? Von dem. Du hast kein Geräusch, du hast. Kein Standgeräusch. Vornehmen. Okay, halt mal. Den Gang wählen. Ja? Wenn ich zu sehr gebremst habe, oder wie? An der Kiste? Und wir bremsen jetzt mal. Nice. Das nicht. Doch, jetzt macht das. Das ist bescheuert. Naja. Okay, jetzt habt ihr mal gesehen. Und ihr hört. Die Farbe gefällt mir. Das ist aber auch alles. Und dieser Dashboard da drin und dieser die Tacho-Einheit da. Nicht schlecht gemacht. So, dann stellen wir ihn noch korrekt ab, wa? Würde ich sagen. Ja, hallo, du kannst ruhig weiterfahren. Muss dich anhalten, nur weil... Ey, Tatsache? Mal ja, mal nein. Okay. Oh ja, der Piep sieht mir jetzt schon... So, warte. Schick zurück. Aber das kann man ja ausschalten. Meiner wird er nicht, auf keinen Fall. Ja, wie gesagt, au, wenn der Mama halt richtig, ne? Also, ich weiß, wie gesagt, ich weiß es nicht, warum. Dann werd's auch nicht verstehen.
Egal, du bist ein Elektro-LKW, brauchst. Egal, wenn wir. Wohin, guckst du euch mal den Verbrauch jetzt an? Der Akku ist fast leer. Für das kurze Stück von Berlin nach Stettin. Sorry, Leute, aber. Da bist du mit einem normalen LKW viel weiter. Nun weiß ich nicht, ob es so sein soll. Ich meine, wir sind nicht schnell gefahren, wir sind keine 90 gefahren, wir sind 80 gefahren. Also, weiß ich nicht. Also er müsste eigentlich, sollte er eine gute Reichweite haben. Und ansonsten ist das Ding auch in der Realität unnütz. Dann brauchst du halt auch nicht bauen. Dann brauchst du nicht mit der Reichweite klarkommen. Ja, ja. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Aber wie gesagt, also die Farbe gefällt mir. Nur der Rest halt nicht. Es ist ein Elektro-LKW. Nein. 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 Jo. Dann habt ihr mal jetzt gesehen, ihr habt ein Fahren hören, also ihr habt die Fahrgeräusche gehört. Ja. Ne, es ist halt ein Elektro-LKW. Da kommt nichts mehr. Gut, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch was. Wer ihn fahren will, kann ihn gerne fahren. Wie gesagt, momentan nur halt im Quickshop. Sollte er bei euch noch nicht auftauchen, einfach mal ein, zweimal schlafen gehen, dann taucht er auf. Weil sie haben es halt im Quickshop so gemacht, dass halt der. Normal ist ja immer, ne, dass du halt neues Profil oder. Ne? Die haben ihn dann so ins Spiel gepackt, dass er dann irgendwann bei euch im Quickshop auftaucht. Ihn dann fahren könnt. Jutti, wie gesagt, ich mach Winke Winke, tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal und euch, also die, die ihn fahren wollen, viel Spaß damit. Jeder wie er mag, ich mag ihn nicht, bis auf die Farbe und innen drin, digitale Anzeigen, ja, ist die schöne, lecker Mäusekino. Und ansonsten, nein. Jutti, bis demnächst. Tschüss.